Wir haben einen ganzen Abschnitt zur feministischen Politik, der den Programmentwurf an prominenter Stelle ziert. Und es hat sich jetzt auch im Parteiverstand mehrheitlich durchgesetzt, dass das Patriarchat keine Ableitung des Kapitalismus ist, und das ist auch gut so. Emanzipation und Gleichstellungspolitik sind kein Nebenwiderspruch, sie sind ein Kernelement linker Politik. Und ich glaube, dass der Programmentwurf, der jetzt vorliegt, einen Riesenfortschritt gegenüber dem ersten darstellt. Dazu hat auch die letzte Bundesfrauenkonferenz beigetragen. Dafür nochmal ein herzliches Dankeschön, und ich glaube, auf diesen Erfolg können wir auch ein wenig stolz sein. Damit ist natürlich das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Das zeigen auch die vielen Anträge, auch Änderungsanträge, die zum Programm immer noch vorliegen, die ja heute auch diskutiert werden sollen und die morgen dann im Frauenplenum auch behandelt werden sollen. Da gibt es zum Beispiel den Änderungsantrag Kämpfe um Zeit. Hier gibt es auch kontroverse Diskussionen darum. Ich denke, wenn wir Selbstbestimmung in den Mittelpunkt unserer Politik stellen wollen, dann ist es natürlich völlig folgerichtig, dass wir uns auch darauf verständigen, dass wir sagen, weniger Erwerbsarbeit für alle, mehr Zeit für Bildung, für Freunde, für Freizeit und Familie, das ist die Botschaft, und das sollte uns auch in diesem Rahmen strömungsübergreifend einen. Ich freue mich, dass der Begriff der Mindestrente jetzt im Programmentwurf steht. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, das wir als Linke deutlich stärker als bisher auch in den Mittelpunkt unserer Politik stellen sollten. Auch dazu gibt es Änderungsanträge von feministischer Seite. In der Tat kann man natürlich fragen, was ist mit den Frauen, die zum Beispiel wegen Familienarbeit nicht genügend Rentenpunkte gesammelt haben. Soll also die Mindestrente nur für Erwerbstätige gelten? Ich bin der Meinung, dass jeder Mensch im Alter in Würde leben soll, und deswegen kann auch das Rentensystem an dieser einen Stelle nicht am traditionellen Arbeitsbegriff hängen. Liebe Frauen, es gibt eine Menge anderer Anträge. Ich kann jetzt nicht auf jeden einzelnen Änderungsantrag eingehen, das werden wir morgen tun. Aber beispielsweise die konsequente Abschaffung der Bedarfsgemeinschaften ohne Wenn und Aber oder die Anerkennung von geschlechtsspezifischen Fluchtgründen, das sind alles Themen, bei denen ich keine große Kontroverse in diesem Rahmen erwarte. Und ich hoffe, dass wir am Ende dieser Tagung, am Ende dieses Wochenendes einige gute Änderungsanträge beschließen werden. Denn wir brauchen auch die Unterstützung der Frauen, damit das Programm am Ende von allen breit getragen wird. Und das ist unser gemeinsames Ziel für Erfurt. Eine deutlich aufgeregtere Diskussion in den letzten Wochen und Monaten gibt es um die Frage der Satzung. Auch diese Frage soll ja heute im World Café diskutiert werden. Das ist eine alternative Methode, ihr habt es am Anfang dargestellt. Ich kenne sie persönlich noch nicht, ich bin also sehr gespannt auf, wie das ablaufen wird. Ich kann als Bundesgeschäftsführerin nur sagen, dass ich es sehr begrüßen würde, wenn wir uns am Ende auch einigen können auf verbindliche Strukturen, auf eine verbindliche Strukturen für die Frauen. Denn es ist am Ende immer so, in den letzten Wochen und Monaten hat sich das gezeigt, dass immer der geschäftsführende Parteivorstand entscheiden muss, auch bei Streitfragen der geschäftsführende Parteivorstand entscheiden muss. Ich komme ja aus der autonomen Frauenbewegung und hänge damit auch immer noch dem Grundsatz an, dass die Frauen ihre Sachen selbst entscheiden sollen. Und zwar in demokratisch legitimierten Strukturen. Und ich hoffe, dass wir uns am Ende des Wochenendes auch auf einen solchen Vorschlag einigen können. Ja, liebe Genossinnen, liebe Frauen, ich möchte am Ende auch noch einen kritischen Punkt ansprechen. Es war eigentlich bis gestern Nachmittag so, dass ich trotz intensiver Pressearbeit, um die wir uns bemüht haben, außer dem Neuen Deutschland, niemand wirklich auf unsere Tagung intensiv diskutiert hat. Bei mir zumindest laufen jetzt seit gestern Abend die Telefone heiß. Dauernd werde ich gefragt, wie wird sich jetzt das Frauenplenum zur Doppelspitze in der Fraktion verhalten? Welche soll es denn werden? Welche Frau hat die beste Chancen? Wie wird sich das Frauenplenum und die Fraktion weiter zerlegen?
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich im Parteiverstand, wie übrigens alle anderen Mitglieder des Parteiverstandes, auch die Auffassung vertreten habe, dass wir bis zum Erfurter Parteitag keine direkte, auch keine indirekte Personaldebatte brauchen. Dazu stehe ich noch immer. Und ich fände es sehr, sehr schade, wenn dieses Thema unsere Bundesfrauenkonferenz und das Frauenplenum überlagern würde. Lasst uns hier gemeinsam um Inhalte streiten. Lasst uns zurück zu den Inhalten, zurück zur Politik kommen. Das ist das beste Rezept und auch das beste Medikament für die Linke. Liebe Genossinnen, liebe Frauen, ich wünsche uns allen eine spannende, eine kontroverse, aber vor allen Dingen auch eine freundliche Bundesfrauenkonferenz. Ich wünsche uns allen einen guten Tag, ein gutes und konstruktives Wochenende. Vielen Dank.